Nun zweifelt ja kein vernunftbegabter Mensch grundsätzlich daran, dass der Klimawandel scheiße ist und die Menschheit an diesem Problem arbeiten muss und dass der Klimawandel schwerwiegende Folgen haben wird und so weiter und so fort. Aber über so doofen Alarmismus freuen sich, glaube ich, ausschließlich unsere Klimaleugner. Dass die Akzeptanz von Klimamaßnahmen bei einigen schwindet, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Wenn alles verboten wird, was der Umwelt schadet, werden wir bald ohne Heizung und ohne Möbel im Freien sitzen, und zwar nackt. Weil Hausbau ist klimaschädlich, Heizung sowieso, Möbel sind aus Holz, Stahl, Plastik, alles ganz schlecht, Kleidung verbraucht Rohstoffe, wird transportiert. Und wenn Sie jetzt denken, ja, für eine saubere Umwelt nehme ich das in Kauf, Hauptsache es gibt lecker was zu essen, nein. Nein, selbst Krabbenbrötchen könnten verboten werden von der EU, weil natürlich auch Fischfang umweltschädlich ist und die Krabben waren dagegen.